Was war denn so wichtig, dass ich extra von München herkommen müssen? Rosi, du weißt doch, dass wir zwei nur das Beste für dich wollen. Und da haben wir den begehrtesten Junggesellen von ganz Tirol für dich gefunden. Und der kommt morgen auf Besuch. Und dieser Besuch wird vielleicht dein ganzes Leben beeinflussen. Unser Kind so ins Unglück zu stürzen. Was heißt der Unglück? Sie kriegt einen Mann. Es ist aber schön, dass Sie gleich gekommen sind. So ein Rindviech setzt seinen ganzen Besitz aufs Spiel. Aber dass dir nichts passiert, darauf werde ich achten. Geh, Onkel Otto. Du hast doch auch kein Geld. Also was man nicht auf der Bank hat, muss man im Kopf haben. Geld haben wir auf die dümmsten Leute. Aber die Gescheiten haben die guten Ideen. Die habe ich auch. Rosi. Komm schon, Geliebter. Sind uns mir nicht irgendwann schon mal über den Weg gelaufen? Schon möglich. Vielleicht kennst du meine Zwillingsschwester. So, und jetzt sind wir verlobt. Verlobt? Bist du wahnsinnig? Der Gemeine ist kein seriöser Geschäftspartner. Der hat nämlich seine zwei Zwillingstöchter auf mich angesetzt. Die haben versucht, mit unzüchtigen und unlauteren Mitteln, ja, die Rosi und die Resi. Also Mittel, was du aufhörst, das glaubt man überhaupt nicht. Gehen's nicht hinaus. Unser Töchterl wartet schon auf Sie. Die werden ihm gefallen, Mama.